Ja, nochmal eine gute Kombination von Sinan Samusan, aber alles in allem denke ich, dass diese Runde Richtung Italien geht. Fertig. Da verstehe ich jetzt wieder mal gar nichts. Also ich höre mal nur. Ja. Nee. Ich höre zwar, dass du was sagst, aber nicht was. Ja, das höre ich. Jeder gut. Da sind wir wieder im Büyük Anadolu Hotel vor den Toren Ankaras, die Europameisterschaft im Schwergewicht. Und haben jetzt gerade eine gute Runde von Paolo Vidos erlebt, der immer wieder auf der Innenbahn durchgekommen ist mit seiner Führungshand, die rechte aber auch mal nachgezogen hat. Muss ich Sinan Samusan, der gut begonnen hat, in den ersten zwei Runden etwas einfallen lassen. Vidos war ja lange Amateur, bis er 30 Jahre alt war. Erst dann ging er zu den Profis über, hat Amateur viele große Erfolge gefeiert. WM-Bronze, da war er Sieger bei den Mittelmeerspielen 1997 bereits. Und da gewann er im Finale. Gegen wen? Ja, gegen Sinan Samusan. War noch Vize-Europameister und. Er hat also einige Titel holen können. Sein Trophäenschrank ist voll. Wieder aufwärtshaken von Sam. Herr Samo versuchen hier wirklich seinen Stiefel runterzuboxen. Macht er ja. Versucht den Kampf hier von Ringmeter aus zu bestimmen. Die Taktik zu diktieren. Und das hat er in den ersten zwei Runden gut gemacht. Da lag er auch entsprechend nach Punkten vorne. Und sobald er Vidos hier das Kommando überlässt, wird er gefährlich. Rechten Cross, da sollte er es häufiger mal probieren. Sam. Stoppt jetzt doch viel mit dem Kopf. Sind zwar keine harten Treffer, die er dann nehmen muss, aber die summieren sich. Zack, wieder. Aber er nimmt seine Rechte da nicht hoch. Ja, wir dürfen auch recht beweglich. Jetzt haben wir mal zwei fangen müssen. Sofort ist die Halle wieder da. Ja, hör dich. Okay. Die sind eben manchmal auch laut, wenn nichts ist.
So, Ringrichter. Meron geht an die Ecke von Sinan Samisan, sagt Freundchen. Jetzt geht es gleich weiter. Wir haben noch die letzten Eiswürfel weggeräumt. Runde 5. Verbissener Fight. Zweier in die Jahre kommender Schwergewichtler. Aber als Europameister, da winkt doch noch der eine oder andere große Zahltag, das wissen Sie. Immer diese lange, lange Führungshand von Bidos. Wenn ich vorhin von Amateurerfolgen gesprochen habe, von Sam, ja, von Bidos, der hat natürlich Sam auch aufzuweisen, immer in Junioren, Weltmeister im Halbschwergewicht und Amateurweltmeister im Superschwergewicht. In Houston in Amerika 1999, also auch er natürlich. Tolle Amateurkarriere. Und bleiben noch viele Rechte jetzt auf der Deckung hängen bei Vidos. Atmet schon tief durch, der Italiener. Aber auch das ist man von ihm gewohnt. Schöne Links-Rechts-Kombination, voll durchgezogen. Er lässt seine linke hängen, das wäre die Chance für Sinan Samisan. Dafür kommt er immer wieder Richtung Stirn, Richtung Kinn durch. Mit seinen kurzgeschlagenen Geraden. Schöne Aufwärtshaken hier von Bidos. Uiuiuiui. Lieber mal, was dieser Sinan Samisan da so alles wegstecken kann. Hat einen Eisenschädel und jetzt greift er an. Auch schöne Kombination zum Kopf durchgekommen. Sofort wacht das Publikum wieder auf. Intensiver Kampf. Ahmet Öner ist mindestens genauso engagiert hier. Bin ich engagierter wie sein Schützling. Er merkt, dass dieser Paolo Bidos nicht zu unterschätzen ist, dass er gut mithält, hier gute Treffer landet. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist eine Frage der Kraft, wer hier den Kampf gewinnen wird. Ausgeglichene Sache bislang. Verstanden. Und da sind wir wieder noch mit ein paar kurzen Zeitlupen aus der fünften Runde. Ringrichter Erki Meronen. Den bemerkt man eigentlich gar nicht in diesem Kampf. Das sind immer die besten Kämpfe, wenn der Ringrichter nicht groß eingreifen braucht. Leitet das Ganze souverän. Aber beide Boxer liefern sich hier ein wirklich faires Gefecht. Gute Aktion von Samen.